ist meine Gitarre. Meine Gitarre und ich, wir haben uns voll coole Lieder ausgedacht und die möchten wir euch heute hier auf dem HR-Studiofest einmal vorspielen. Musik macht man am besten mit ein paar Freunden. Zwei Freunde habe ich mitgebracht. Rechts neben mir seht und hört ihr heute am Gesang und am Bass den Herrn Schulz. Klatschstimme für den. Links neben mir sitzt ein Mann, der hat es voll gut. Genau aus dem Grund, weil er während des ganzen Konzertes sitzen darf, am Schlagzeug und Gesang, Herr Svensson. Und wir haben noch jemanden mitgebracht, von dem erzählt das erste Lied. Und der ist hier hinter meinem Rücken versteckt. Soll ich euch den mal zeigen? Echt jetzt? Pass auf. Oh, oh, oh. Pff. Hä? Eine Hand mit fünf Fingern und daraus werden vier Beine und ein Rüssel. Oh, und dann ist das der Statz. Und der Statz kommt immer dann, wenn meine Jungs faul im Bett liegen und nicht aufstehen wollen. Dann rufe ich den oder pfeift immer mit so. Und dann kommt der Statz und dann kitzelt die einfach durch. Und ich fände es gut, wenn ihr euch jetzt untereinander gegenseitig einmal kitzelt. Ihr könnt auch gerne die Erwachsenen durchkitzeln, dass hier im Studio einmal richtig dolle gelacht wird. Das hört sich nicht schlecht an. Jetzt habe ich noch die andere Bitte, dass die Kinder, die da hinten ganz im Dunkeln sitzen, rutscht doch mal ein bisschen zu uns. Dann könnt ihr noch viel mehr von uns mitbekommen. Und zweimal in dem Lied rufen wir den Statz und dann wird richtig abgelacht hier. Abgemacht, dann geht's jetzt los. Es wohnt ein ziemlich lustiger Typ bei mir. Er fand bei mir für sich den richtigen Platz. Wenn ich nach ihm rufe, kommt er angeflitzt. Und sein Name, der sei Statz. Er sieht wie eine Hand aus, das ist ja meine. Die Finger ist ein Rüssel und vier Beine. Und wer am Morgen zu lang im Bett liegen wird, von dem Statz kräftig durchgekitzelt. Oh, Achtung, wir rufen den. Oh, Statz. Oh, ich glaube, er kommt, ruft ihr mal mit. Oh, jetzt fangt ihr an und kitzelt euch durch, die Mama, Papa oder den Opa, Oma. Echter Franz ist dieser Stanz. Er knuddelt, kitzelt, piekst, das kann schon nerven. Doch hast du dich erst wegen ihm aufgerafft, wird dir klar, du hättest sonst was verpasst. Nochmal, ein echter Franz ist dieser Stanz. Er knuddelt, kitzelt, piekst, das kann schon nerven. Wegen ihm aufgerafft, wird dir klar, du hättest sonst was verpasst. So, jetzt werde ich euch noch mal ganz genau erklären, wann der Statz kommt. Achtung! Der Statz kommt immer dann, wenn man träge ist, lustlos oder einfach mal faul. Denn er will gerne etwas unternehmen, im Sonnenschein unter dem Himmelsblau. Ein Typ, ein Huschen und er ist da. Er überredet dich zu einem schönen Tag. Mit einem gut gemeinten Überfall kitzelt er dich überall. Oh, Achtung, wir rufen ihn. Statz. Oh. Ah, er kommt. Fangt er an, euch durchzukitzeln. Oh, nee. Ein echter Franz ist dieser Statz. Er knuddelt, kitzelt, piekst, das kann schon nerven. Doch hast du dich erst wegen ihm aufgerafft, wird dir klar, du hättest sonst was verpasst. Ein echter Franz ist dieser Statz. Er knuddelt, kitzelt, piekst, das kann schon nerven. Doch hast du dich erst wegen ihm aufgerafft, wird dir klar, du hättest sonst was verpasst. Dankeschön.